Außer Holligen ist heute für viele Menschen ein Durchgangsort auf dem Weg in die Innenstadt. Der Autobahnviadukt und die Bahngleise zerteilen das Gebiet in einzelne Areale, die mehrheitlich gewerblich genutzt werden oder brach liegen. Doch außer Holligen bietet großes Potenzial. Der Kanton Bern hat das Gebiet als sogenannten Premium-Entwicklungsschwerpunkt eingestuft, wegen seiner zentralen Lage, der guten Verkehrsanbindung und der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. In den nächsten 20 Jahren soll Außerholligen zu einem lebendigen Stadtgebiet heranwachsen, das Wohnen, Bildung, Arbeiten, Freizeit, Gewerbe, Geschäfte, Gastronomie und Kultur zusammenbringt. Private und öffentliche Bauherrschaften planen, rund 3 Milliarden Franken in das Gebiet zu investieren. Im Osten entsteht ein neuer Bildungs- und Kulturschwerpunkt. Im Campus der Berner Fachhochschule gehen 7000 Studierende und Mitarbeitende ein und aus. Für die ÖV-Anbindung wird die Haltestelle Stöckacker ostwärts verlegt. Sie wird zur neuen Haltestelle Europaplatz Nord. Dank des neuen Standorts werden die Umsteigebeziehungen im Mobilitätshub Europaplatz markant verbessert. Im Weiermannshaus West sind bis zu 1000 neue Wohnungen sowie Platz für Kleingewerbe, Läden, Büros, Gastronomie und Kultur geplant. Südlich der neuen Haltestelle entstehen 3 Hochhäuser für Wohnungen, Büros, Gewerbe und den neuen Hauptsitz von Energie Wasser Bern. Dies sind nur einige der über 40 Projekte, die in Außerholligen geplant sind. Die Stadt Bern hat im Entwicklungsschwerpunkt Außerholligen eine Schlüsselrolle. Sie stellt die öffentliche Infrastruktur bereit, damit das neu gestaltete Stadtgebiet optimal genutzt werden kann. Beim Europaplatz Nord beteiligt sich die Stadt Bern an den Kosten der Verschiebung der neuen S-Bahn-Station. Im Weiteren ist sie verantwortlich für den Bau von der neuen Personenunterführung, die nördlichen sowie die südlichen Areale unter der Gleisanlage miteinander verbindet und sicherstellt, dass Perron sicher, wie aber auch hindernisfrei und komfortabel erreicht werden können. Im Weiteren wird eine neue Velostation entstehen, sowie Veloabstellplätze, und es entsteht ein sicherer und klimagerechter öffentlicher Raum. Ein weiteres wichtiges Projekt für die Stadt Bern ist die neue Verkehrsachse für Fußgängerinnen und Velofahrende unter dem Autobahnviadukt. Der Raum wird zukünftig genutzt werden für Freizeit, Kultur, Gewerbe und Sport. Und es ist die neue Haupterschliessung des neuen Campus des Kantons Bern. Der neue Campus der Berner Fachhochschule wird zu einem grünen, öffentlichen Naherholungsgebiet. In diesem Naherholungsgebiet wird auch der Stadtbach auf einer Länge von gut 250 Metern offengelegt und renaturiert. Auch für die Entwicklung der heutigen Familiengartenanlage Ladenwand Gut ist die Stadt Bern verantwortlich. Ein kleiner Teil wird aber für den Ausbau der Schulanlage Stöckacher beansprucht. Ein Grossteil der Familiengartenanlagen bleibt jedoch erhalten. Der Rest wird zum Spiel- und Erholungsraum für das ganze Quartier. Insgesamt wird Außerholligen deutlich grüner und ökologisch stark aufgewertet. Die Bauarbeiten in Außerholligen werden mehrere Jahre dauern. Die Projekte werden das Gebiet stark verändern, aber auch deutlich aufwerten. In Zukunft wird es hier fast doppelt so viele Bäume, mehr Grünflächen und mehr offene Fließgewässer geben als heute. Für die Umsetzung der Infrastrukturprojekte in Außerholligen, die entweder von der Stadt realisiert oder mitfinanziert werden, haben die Stimmberechtigten der Stadt Bern im Juni 2024 einen Rahmenkredit in Höhe von 176 Millionen Franken genehmigt.